was war quasi der Auslöser, Motivation, den Film zu machen? Einen direkten Auslöser hat es eigentlich nicht gegeben. Es war mehr so eine Akkumulierung von Erfahrungen, von negativen Gefühlen nach so Abstimmungswochenende. Also natürlich hat es mit dieser Ausschaffung und Minarett und Verwahrung und pädophilen Initiativen zu tun, wo plötzlich eine Mehrheit gewinnen können in der Schweiz. Und ich habe als erstes schon irgendwie wie physischer Schmerz da gewesen. Das kann ja nicht wahr sein. Wieso kann man so hartherzig das machen? Wieso gewinnt man heutzutage so Abstimmungen? Und aus diesem Gefühl, aus dieser Emotion, habe ich dann eigentlich gedacht, okay, ich muss dem auf den Grund gehen. Schließlich ist das die Demokratie, in die ich hineingewachsen bin. Die Demokratie, wo ich denke, wo ich will weiterhin leben. Aber ich habe das Gefühl, man muss grundsätzlich Gedanken darüber machen. Und dann hat meine Nichte, ist sie da? Leonie? Nein, sie ist nicht da. Sie hat gesagt, sie kämpfe vielleicht nicht. Meine Nichte hat in dieser Zeit eben eine Maturarbeit geschrieben, und hat mich schwer beeindruckt. Und so hat sie das Thema von der Maturarbeit ist gesehen, zivile Ungehorsam in einer Demokratie, die Menschenrechte verletzt. Und da habe ich gedacht, okay, also wenn meine Nichte schon so die Gedanken hat, dann muss ich, glaube ich, einen Film darüber machen. Was ich noch eine eindrückliche Szene gefunden habe, ist, wo du mit dem Parlamentarier vom Front National geredet hast und ein bisschen sprachlos warst. Und er wirft ja durchaus noch einen interessanten Punkt auf, dass er sagt, traut man dem Volk nicht zu, quasi richtig zu entscheiden, tut man sich so quasi das Volk qualifizieren. Und ist das nicht, also das tun ja relativ viele rechtspopulistische Parteien, sagen, es gibt die Klassepolitik, die ein bisschen abgehoben ist, und dann gibt es das Volk. Und wie soll man mit dem umgehen? Also soll man nicht auch dem Volk zutrauen, quasi die Entscheidung zu treffen, wenn man doch eine Demokratie hat? Ja, grundsätzlich schon, aber nicht absolut. Das Problem ist, er ist ein Sonnenkönig in seiner Art und Weise und seiner Rhetorik auch. Und ich glaube, das ist eben sozusagen die unglaubliche Teflon-Rhetorik. Das ist in sich ein geschlossenes System, wo, wenn man das so anlässt und so redet, ja auch irgendwie in sich eine Bestimmung ist. Das habe ich nur bei ihm sehr stark mitbekommen, und bei anderen Rechtsaußenparteien, ich würde auch sagen, die SVP funktioniert auch so. Es geht ja nicht darum, dass man das dann der Stimme im Stimmvolk oder den Leuten, die abstimmen, eine Kompetenz absprechen. Ich meine, selbstverständlich haben die zu Recht Kompetenz, fast alles sozusagen in diesem Staat zu bestimmen. Aber ich glaube, das fast ist entscheidend. Mir geht es vielmehr darum, und das ist natürlich in dieser Logik nicht möglich, dass es jede Macht braucht, das Korrektiv. Und wenn die Macht absolut wird, dann wird sie herrschsüchtig, dann wird sie sozusagen unangenehm und tut Minderheiten verletzt. Das haben wir jetzt sogar gesehen in der Schweiz. Die Menschen sind drauf und dran, das zu machen. Mir geht es vielmehr um eine Diskussion, dass die Idee, dass das Volk sozusagen über alles steht, ist so falsch, wie das Gefühl haben, die Richter können alles richten. Es braucht eben die Balance zwischen den verschiedenen Gewalten und den Gola. Also der Franzose hat mich natürlich an die Wand geredet, selbstverständlich. Er rhetorisch hatte keine Chance gegen ihn. Aber ich glaube, so seine Art zu reden und auch sich selbst zu präsentieren, hat sich das selber in ihr Absurdum geführt. Nein, ich glaube, wir müssen darüber reden, dass es natürlich ein Korrektiv braucht. Und die Frage ist nicht, ob das Volk immer recht hat. Ich glaube, die Frage ist, wie stärker darf das Volk über alles abstimmen? Und ich glaube, da müssen wir uns darüber unterhalten. Die Balance oder das Gleichgewicht, das ist ein wichtiges Motiv in dem Film. Und die Frage ist ein bisschen, funktioniert die noch so in dem System? Also ist es quasi das Parlament, also bei der Ausschaffungsinitiative, wo quasi der Kurt Fluri sagt, wir haben jetzt zwar den Rechtsstaat quasi außer Kraft gesetzt, aber wir müssen jetzt. Ist das das Problem, dass wie quasi die Korrektive nicht funktionieren oder nicht funktionieren? Also beim Parlament wohl schon, würde ich sagen. Also das ist jetzt nicht nur ich, die das Gefühl haben. Ich glaube, man kann wirklich sagen, dass das nationale Parlament die Rolle nicht mehr spielt, die sie lange gespielt hat. Nach 20 Jahren Rhetorik von rechts haben die Mitte sozusagen einfach eingebrochen und ihren Job nicht machen. Das ist relativ dramatisch, vor allem wenn es so extreme Initiativen kommen. Das wäre das eine Korrektiv. Ich meine, das funktioniert meistens. Ich meine, bei der Zweitwohnungsinitiative war ja kein Problem gewesen, für all die Gruppierungen da irgendwie ein bisschen eine Lösung finden, wo alle irgendwie knapp oder nicht mitmachen können.
Es ist immer ganz selektiv, was nicht funktioniert. Und nicht von ungefähr funktioniert es dort nicht, wo Leute, also die Minderheit, so betroffen sind. Ich meine, bei der Ausschaffungsinitiative ist eine perfide Angelegenheit, weil die, was betrifft, haben gar kein Mitbestimmungsrecht. Die haben gar keinen Schweizer Pass. Also das heisst, gerade dort an den Rändern vom politischen Geschehen, finde ich, zeigt sich eine Demokratie, ob sie auch tatsächlich im rechtsstaatlichen Ausgleich funktioniert. Ich glaube schon, dass das Bild von Fluri in dem leeren Saal und sozusagen das Einknicken von dem übermächtigen Bild vom übermächtigen Volk, ich glaube, das kann man schon sagen, dass das in Bern kein Glanzlicht war. Das ist eine schwarze Stunde vom Nationalrat. Aber darf ich noch schnell etwas sagen, weil es hat ja zum Glück einen Ausgleich gegeben. Das ist dann, wo der Film fertig war, hat der Ständerat das Geschäft an sich dem angenommen. Und interessanterweise, der ehemals sehr konservative Ständerat hat tatsächlich das auskorrigiert, indem sie eine Härtefallklausel eingeführt haben. Das heisst, ein Richter kann einen Härtefall erkennen, wenn zum Beispiel das Delikt im Vergleich zu dem, wie der Mensch in der Schweiz gelebt hat, nämlich zum Beispiel geboren ist oder also so den Lebensmittelpunkt hat seit langem, haben die Richter die Möglichkeit, das auszukorrigieren. Das Problem ist jetzt aber, dass wegen dem also Minimalstandard von Rechtsstaatlichkeit tut jetzt die SVP die Durchsetzungsinitiative vor das Volk bringen. Das heisst, je nachdem, nach dieser Abstimmung, die kommt, dann über die Durchsetzungsinitiative sind wir wieder gleich weit wie während dem Film. 20 Jahre kann ich mich erinnern, sind eigentlich Initiativen, die angenommen wurden, sind sehr selten gewesen. Es ist ganz selten überhaupt irgendetwas angenommen worden, zum Beispiel die Rotenturm-Initiative. Das sind sehr seltene Fälle. Und jetzt hat es so ein bisschen eine Häufung gegeben von Initiativen, die tatsächlich angenommen worden sind. Und jetzt tauchen plötzlich Schwierigkeiten auf. Haben wir vorher quasi darauf gebaut, auf ein System, wo quasi so tut, als ob man die Minderheiten einbezieht, aber davon ausgeht, dass sie eh nie gewinnen. Ich glaube, dass es schon eine Form von systemisches Problem gibt, dass wir keine Verfassungsgerichtbarkeit kennen. Das ist ja ein Thema im Film und das ist, ich glaube, ein Thema, das wir diskutieren müssen. Ich bin froh, dass Initiativen angenommen werden. Übrigens, ich finde, das zeigt die Lebendigkeit der Demokratie, dass auch die Initianten tatsächlich etwas durchbringen können. Die Idee, dass sozusagen das Verdikt vom Volk das letzte Wort ist, das ist, glaube ich, etwas völlig Neues. Dass man sagt, es wird nicht mehr diskutiert, wir haben es angenommen, jetzt wird es genau so, wie es im Text steht, umgesetzt. Zudem dürfen wir nicht vergessen, die Texte, die SVP da anlegt, sie sind so miserabel geschrieben, dass es, und man muss sich vorstellen, dass wenn sie eins zu eins in die Verfassung reinschreiben, das kann es nicht sein. Also das heisst, wir haben ein systemisches Problem, dass wir einerseits die Politiker im Parlament nicht mehr haben, die den Magen haben, anstehen und sagen, so nicht, auch wenn es folgt. Ja. Und gleichzeitig, glaube ich, braucht es eben nur Korrektiv. Also wenn man über das Korrektiv redet, glaube ich nicht, dass es ein grosses Korrektiv braucht, sondern nur in den Sachen, wo die Menschenrechte und Menschenwürde verletzt werden. Bei allen anderen, finde ich, muss kein Verfassungsgericht sich irgendwie einmischen. Aber in diesen Sachen schon. Meine Frage geht dahingehend, es ist sehr viel um Verfassungsgerichtbarkeit gegangen. Und ich glaube, du hast vorhin gerade erwähnt, eben, die Diskussion muss man führen. Was glaubst du, wer muss da den Stein anstoßen? Weil bisher ist die Diskussion meiner Meinung nach noch nicht geführt worden. Es ist seit zu Beginn geführt worden. Auf politischer Ebene, dass man das wirklich diskutiert, ob man so eine Verfassungsgerichtbarkeit soll, im Parlament oder was auch immer irgendwie zur Diskussion bringen. Ich finde es eine wichtige Frage, weil tatsächlich ist es viel diskutiert worden, aber nicht in einem Diskurs, der sozusagen die ganze Bevölkerung einbezieht. Ich sehe da gerade vor, haben wir einen Parlamentarier, der vielleicht gut Auskunft geben kann. Ja, also wir haben gerade etwa, ich weiß jetzt nicht, ich bin nicht so gut mit der Zeit, aber vor einem Jahr haben wir eine Verfassungsgerichtsbarkeit in Bern abgelehnt. Und zwar unter tatkräftiger Mithilfe der Linken. Und das war eine breite Diskussion. Also da, die NZZ hat sich dort sehr scharf eingeschaltet und das ist also wirklich breit diskutiert worden. Das heisst, das ist einfach jetzt mal wieder einmal vom Tisch für die nächsten 5 Jahre. Aber was wir hätten ja, das finde ich ein bisschen schade, dass das im Film nicht kommt. Wir hätten ja als Korrektiv, weil wir keine Verfassungsgerichtsbarkeit haben, sagen wir eigentlich grundsätzlich den Gesetzgeber, also das Parlament, muss diese Funktion übernehmen. Und wir hätten mehrfach die Chance gehabt, völkerrechtswidrige, menschenrechtswidrige
verfassungswidrige Initiativen für ungültig zu erklären. Das haben wir aber nicht gemacht. Und wir müssen nicht Ausschaffungsinitiativen machen. Und auch bei der Durchsetzungsinitiative, da kommt es ja dann vor, oder, dass wir ja eigentlich das korrektiv könnten machen. Und was noch in der Folge noch dazu kommt, ist, dass manchmal tut man ja dann schon auch politisch falsche Entscheidungen treffen, weil gerade in der und wo dann eine Kaskade von Folgeproblemen mit sich führt. Und wir haben zum Beispiel bei der Ausschaffungsinitiative hat es ja einen Gegenvorschlag gegeben. Und da hat die Linke halt einfach zweimal Nein beschlossen. Und zwar aus bestimmten Prinzipien treu, oder? Weil der Gegenvorschlag, oder? Das wäre die Ausschaffung gewesen, ja, wir schaffen aus, was übrigens auch geltendes Recht ist. Und man hat aber noch die Verhältnismäßigkeit drin gehabt. Und aus sehr puristischen Gründen hat man zweimal Nein gesagt, was ein grosser Fehler war. Sonst hätten wir die Ausschaffungsinitiative nicht. Und sonst hätten wir dann auch Durchsetzungsinitiativen nicht, die eine absolute Katastrophe ist. Übrigens auch Vorwirkung zeigen. Also, ich finde, wir hätten, das ist ein bisschen mir zu wenig zur Sprache, dass wir eigentlich das Korrektiv hätten mit Gegenvorschlägen und Ungültigkeitserklärungen, die wir aber nicht oder falsch anwenden. Also, ich habe das Gefühl, das habe ich recht abgehandelt in diesem Film, aber das tue ich Ihnen gerne überlassen. Ich glaube aber, und, also ich persönlich glaube nicht, dass das Parlament das Korrektiv kann sein. Das Parlament ist zu fest im politischen Diskurs drin. Sie nehmen dafür oder dagegen, sind ein Komitee dafür oder ein Komitee dagegen. Ich glaube, das ist viel zu viel politisch aufgeladen, dass das Korrektiv tatsächlich funktionieren könnte. Und dass die Verfassungsgerichtsbarkeit auch von den Linken abgelehnt worden ist, das ist richtig. Ja. Und ich glaube, ich spüre jetzt, indem ich mache eine ganze Tour durch die Schweiz gemacht und habe wirklich mit schon ganz vielen Politikern geredet. Und ich habe das Gefühl, dass auf der Linken langsam das Umdenken kommt. Der Cedric Wermuth hat einen interessanten Vorschlag gebracht, weil, oder wenn man an Verfassungsgerichtsbarkeit denkt, dann denkt man immer an Deutschland. Oder? Und Deutschland hat ein extremes Verfassungsgericht, das eigentlich in alles eingreifen kann. Und das glaube ich nicht, dass das unser Vorbild ist. Und der Cedric Wermuth hat eigentlich vorgeschlagen, ein Verfassungsgericht, das nur das schützt, was unter der MRK fällt. Das heisst Menschenrechte und Würde am Mensch. Und alles andere, all die Verträge und Geschichten, was man da machen kann, was ja in Deutschland nicht eingreifbar ist, sollte nicht darunter fallen. Ich persönlich glaube, dass das Parlament das Bundesgericht macht auf der Initiativebene nur individuell. Das heisst, das funktioniert, das sieht man ja in dem Film, oder? Natürlich kann jemand, der ausgeschafft wird, ans Bundesgericht gelangen. Aber das ist erstens mal ein langer Leidensweg. Es hat ganz viele Leute, die dann schon ausgeschafft worden sind. Und jetzt bei der Minarett zum Beispiel ist es so, dass der muslimische Verband extra nicht nach Strasbourg gehen im Moment, weil sie Angst haben, dass ihnen das nachher sozusagen eine Hetze gegen sie läuft. Also das heisst, die fordern, dass sozusagen das Bundesgericht und Strasbourg im Einzelfall ein Korrektiv kann sein. Das stimmt, weil das geht nachher wieder runter. Das heisst, die Gerichte müssen dann das wieder anpassen bei der Ausschaffungsgeschichte. Das ist richtig, aber es ist sehr verzögert, es geht lang und es gibt viele Sachen, die einfach nicht gelöst sind. Und ich glaube, es ist nicht... Also, man kann vielleicht sagen, wenn wir keine Verfassungsgerichtbarkeit haben, dann müssen wir mindestens akzeptieren, dass es sozusagen den Schutz von Strasbourg gibt. Aber ihr wisst alle, der SVP greift das an. Es gibt zwei Initiativen, die jetzt kommen, die das genau angreift. Jetzt hat es eine Frage. Was der Film auch sehr schön gezeigt hat, ist ja die Emotionalität und das teilweise Fehlen von fundierten Diskussionen oder die Ignoranz gegenüber bestimmten Fakten in den Diskussionen vor Initiativen. Zwei Fragen dazu. Haben Sie das Gefühl, dass das wirklich so ist, wie es im Film dargestellt wird, dass die Leute nicht fundiert diskutieren, bevor sie ihre Entscheidung treffen bezüglich einer Initiative oder einem Referendum? Und zweitens, wenn das der Fall ist, wie könnte man das ändern? Wie könnte man dafür sorgen, dass in einer Gesellschaft eben fundiertere Diskussionen über Initiativen und Referenden geführt würden werden? Ja, das ist das Problem. Es ist natürlich eine freie Medienlandschaft. Das ist ja richtig, dass 20 Minuten und die Geschichten halt so sind. Ich glaube schon, dass man Veränderungen in der Presselandschaft sieht. Und ich glaube, dass es die Emotionalisierung und extrem zuspitzt auf ganz einfache Sachen zunimmt. Das hat es schon immer gegeben damit. Das ist nicht grundsätzlich neu. Aber ich meine, man hat über die Ausschaffungsinitiative diskutiert in einer Art und Weise, wo der Kern des Problems gar nicht richtig diskutiert worden ist. Weil
es ist ja durchaus legitim, also nicht meine Agenda, aber es ist legitim, dass man, dass eine Partei sagt, wir wollen Verschärfung im Strafrecht haben. Aber dass es sozusagen der Rechtsstaat aushebelt mit dem Automatismus, ist in dieser Diskussion höchstens vielleicht so in diesen Zeitungen wie, weiss ich, WOTS und NZZ gelaufen. Und das, glaube ich, ist schon nicht genügend. Ich habe keine Antwort auf die Frage, die ist zu komplex, weil natürlich kann man nicht ein Staatsmedium, also man kann in die Medien zwingen, sich so zu verhalten oder so. Ich glaube, es hat sehr viel mit mir minus daran gewöhnen, auch mit den neuen Medien, dass sich das verändert, und wir haben noch keine Lösung gefunden auf das. Aber dass es eine Herausforderung ist in der Demokratie, die so komplexe Fragen stellt, oder ich meine, in meiner Region, nein, das ist insofern eine relativ einfache Frage, auch wenn man die Konsequenzen natürlich auch viel stärker bedenken muss. Aber in einer Ausschaffungsinitiative, die wirklich eine grundsätzliche Geschichte ist, die so diskutiert wird, das ist schon erstaunlich, dass es dann eigentlich, ja, dass man das zulässt. Ja, ich habe das Gefühl, wir müssen ein bisschen aushalten und daran arbeiten. Ich meine, Zeitungen haben unterdessen Mühe, die inhaltliche, komplexe Artikel schreiben über die Phänomene. Das muss man ja zugeben. Die Frage wäre auch, ob man quasi beim Abstimmungskampf nicht schon zu spät dran ist, oder bei der parlamentarischen Debatte, und ob es nicht gescheiter wäre, dass man quasi die Hürden erhöht, um es überhaupt einreichen. Es hat verschiedene Ideen gegeben, stärkere Vorprüfung schon vor der Sammelphase, oder dass man die Unterschriftenzahl erhöht, oder dass man vielleicht Regeln macht für den Abstimmungskampf. Dort wissen wir, dass Geld zum Beispiel eine grosse Rolle spielt. Gibt es da Möglichkeiten, wie man das besser allenfalls begrenzen kann? Ich persönlich glaube nicht, dass eine Unterschriftenerhöhung auch das Problem würde lösen. Es würde das Problem von der sogenannten Initiativenflut vielleicht lösen. Also gestern haben wir ja den Film schon, ist auch eine Diskussion gewesen, und während dem Film habe ich draußen Kaffee gesoffen mit jemandem. Dann ist eine Frau gekommen und hat gesagt, ob ich würde unterschreiben. Die hat sagen und schreiben 8 Initiativen gehabt, die sie mir angelegt haben. Und ich habe 7 unterschrieben. Ich meine, das ist also, oder das Problem von diesen Sachen, wo der Rechtsstaat wirklich angreift, die Gruppierungen, die das vorhaben, die würden auch 200'000 Unterschriften anbekommen. Ich glaube, das Problem löst man so nicht. Ich habe das Gefühl, es ist auch ein Zeichen der Lebendigkeit, vom Mitmachen wollen. Und ich persönlich habe auch gerne die 7 unterschrieben. Die eine, die habe ich nicht unterschrieben, das habe ich das Gefühl, das ist jetzt nicht das Thema eigentlich. Und sonst Ungültigkeitserklärungsgeschichte, das könnte man sicher machen. Einheit Materie, ich meine, so Ecopop nicht für ungültig erklärt worden ist, ist mir ein Rätsel. Denn dort ist es so offensichtlich, meiner Ansicht nach. Aber eben, das ist immer eine politische Geschichte. Ganz viele Politiker haben dann gesagt, ja, man hätte nicht wollen, eine Diskussion abwürgen. Und das ist, glaube ich, das, was im Parlament dann passiert. Im Zweifelsfall tut man das lieber vor das Volk schicken. Und das finde ich ja im Zweifelsfall richtig, aber wenn es tatsächlich um grundsätzliche Sachen geht, finde ich es dann nicht mehr richtig. Also von dem her wäre es lieber, man würde Initiativen für ungültig erklären, die tatsächlich die Europäische Menschenrechtskonvention angreifen, als jetzt Ecopop, wo vielleicht für alle Leute klar war, dass das eine schräge Geschichte ist. Also mindestens finde ich das. Gibt es weitere Fragen? Ja, ein wichtiger Punkt ist aus meiner Sicht schon die Finanzierung der ganzen Kampagne, weil Werbung funktioniert offensichtlich super emotional. Also das kennen wir alle aus unserer eigenen, mehr oder weniger problematischen Haltung. Oder wenn man Kinder anschaut, oder? Ich meine, die können mit einfachsten Mitteln halt geködert werden. Und dort ist die Frage, ob es Möglichkeiten gibt, pragmatisch, realistische, um da irgendwie eingreifen. Nein, ich glaube, wenn man müsste eine Kommission haben, die dann all die Wahlplakate anschaut, dann das glaube ich nicht. Also da wäre ich auch nicht dafür. Aber ich bin extrem dafür, dass man Transparenz herstellt. Also, dass die Schweiz das einzige Land ist in Europa, das nicht kennt, ist schlicht und ein Skandal und nicht verständlich. Ja, also ich finde das eine totale Schlüsselfrage. Weil das erstens mal halt die Beeinflussung der Leute, die funktioniert hat einfach. Und ich meine, eigentlich ist ja da eine gewaltige Demokratieindustrie gezeigt worden in dem Film. Und die Referenden und Initiativen, jetzt auch aus einer linken Perspektive, die gehen nicht vom Himmel oben runter. Das sind hunderte und hunderte Leute, die ohne Amt und Würde und ohne 1-Franken-Bezahlung sich dahinter aufreissen. Also gerade zum Beispiel das Krippenreferendum und so weiter. Und das 4-mal im Jahr und das irgendwie also auf jeder Stufe.
Und die Parteienfinanzierung, also wir haben eine pfannenfertige Initiative in der Schublade für die Parteienfinanzierung. Und da geht es nicht darum, eine Kommission, die Plakate anschaut, sondern dass erstens Transparenz herrscht und zweitens eine staatliche Parteienfinanzierung passiert. Das ist ja nicht eine Nice-to-have-Dienstleistung, die ganze Demokratie, die direkte, sondern das ist eine zwingende Leistung, die muss erbracht werden. Übrigens, im Kanton Zürich zahlen 4% von der steuerpflichtigen Agenda an Parteien zu spenden. Und da sind also auch Spenden von 20 Franken dabei. Das heisst, es sind etwa 2% von der Bevölkerung, die da überhaupt mitmachen. Und der ganze Rest ist Trittbrettfahrer von unserer heiligen direkten Demokratie. Aber wir beurteilen die Initiative mit null Chancen. Null Chancen, dass wir eine staatliche, wir sind übrigens das einzige Land in Europa, das das nicht kennt, eine staatliche Parteienfinanzierung. Und sind dann noch das intensivste demokratische Land. Aber wir schätzen es ein, dass wir null Chancen haben. Wir haben nicht einmal wahrscheinlich bei der Transparenzlegung, was ja schon mal ein erster Schritt wäre, überhaupt eine Chance. Also einfach eine Frage an die SP in dem Fall, wieso dass das gekoppelt wird miteinander. Weil ich glaube, ich habe das Gefühl, unter dem Namen von der Transparenz könnte man wahrscheinlich schon relativ viele Stimmen sammeln. Warum muss man denn die zwei alle miteinander koppeln? Das haben wir nicht. Wir haben zwei getrennte Initiativen in der Schublade. Eine für Transparenz, eine für die staatliche Parteienfinanzierung. Und wir erachten beide als absolut weg von Mehrheiten. Und darum haben wir ein bisschen Respekt auch bei der Transparenzinitiative, die zu machen. Weil so etwas ist nicht Agenda-Setting, sondern so etwas will man gewinnen. Weil es wäre eine Katastrophe, dass man das gewinnt, weil dann wäre der verliert, dann wäre der parlamentarische Weg zu. Man muss an dieser Stelle auch sagen, dass Transparenz allein nicht alles heilt. Oder? Also das ist ja auch ein kleines Problem jetzt zum Beispiel bei einer Abzockerinitiative, die vermutlich nicht dazu wird führen, dass CEO-Löhne wirklich sinken, sondern eigentlich, dass es eher quasi transparent ist, wie viel alle verdienen. Aber es führt nicht unbedingt zu einer Senkung. Eins der Probleme ist quasi, dass es sehr ungleiche Spiesse gibt in der Abstimmung, dass gewisse Verbände sehr viel Geld haben und sehr viel Geld investieren und andere Anliegen das nicht haben. Und das ist dann quasi nicht gelöst, wenn man weiss, welcher Verband, das weiss man ja in der Regel, wenn zum Beispiel die Economy Suisse eine Abstimmungskampagne finanziert, dann weiss man, dass sie das macht. Wegen dem sind die ungleichen Spiesse auch noch nicht beseitigt. Das ist ein kleines Problem von der Transparenz. Es ist ein erster Schritt, aber es tut nicht alle Probleme lösen. Ja, aber ich glaube, der erste Schritt braucht schon, also ich würde das extrem unterstützen. Und klar, ich meine, da sind wir jetzt in dieser Frage, wo bei der Ausschaffungstiefe und der Gegenvorschlaggeschichte ist, wie verhält man sich taktisch richtig, dass etwas dann eine Chance hat. Das sind ganz komplexe Fragen. Ich würde auch gar nicht irgendwie jemandem so anklagen, dass man zu taktisch will denken. Aber was ich denke, was die SP oder die Linke wirklich machen müsste, ist, dass wir wieder mehr Themen setzen können in dieser Richtung. Also mehr sagen, was Demokratie ist und nicht zu verteidigen, was sie nicht ist. Also das, und das finde ich gut, wenn die das machen. Von dem her ist es schon richtig, dass sie das machen. Weil es braucht wieder Themensetzung von links. Was der Film auch super zeigt, also mir auch wieder mal so richtig vor Augen geführt hat, ist, die direkte Demokratie ist nicht ein Geschenk vom Himmel. Das muss man tagtäglich also in einer Beziehung oder Freundschaften pflegen, hegen, auch auseinandersetzen, den Konfrontationen nicht aus dem Weg gehen. Und für das ist der Film also sehr lehrreich. Ich hoffe, dass wir ihn alle sehen. Das muss fast eine Bürgerinnenpflicht sein, dass man den müsste sehen. Und von dem her aber auch, hat es mich jetzt noch spannend gedacht, wenn wir, am Schluss ist es ein bisschen angesprochen worden, wenn man dort noch einen Schritt hätte können weitergehen, wenn man verliert. Also die Frage der Verlierer, die fast auch eine Mehrheit sind und die verlieren. Wie fängt man die auf? Was macht man mit denen? Und eine direkte Demokratie kann ja nicht nur Minderheiten, Mehrheitenpolitik sein. Das ist auch gut gezeigt. Jacqueline Badran hat das vorher auch ein bisschen ausgeführt. Mich würde es noch interessieren, wie könnte man da Gefäß schaffen, dass er erstens mal, sehr oft sind es ja die gleichen, fast Mehrheiten, die verlieren.
Wie fängt man die auf, vor allem bei den jungen Leuten, die dann auch noch motiviert sein müssen, bei der Politik zu bleiben? Und ich denke auch an andere Formen. Es gibt Gesellschaften, die eine Art Demokratie haben, aber es geht nicht mehr Minderheiten gegen Mehrheiten, sondern es wird ausdiskutiert, bis man irgendwie einen Kompromiss hat. Und die Schweiz ist doch auch irgendwie noch bekannt für so Kompromiss. Formen, darum geht es auch so lange. Also ich habe mir einfach jetzt ein bisschen theoretischer noch Gedanken gestellt. Und da hat es mich noch interessiert, mehr zu hören. Der Film hört am Schluss fast ein bisschen zu abrupt auf. Ich denke, sie hätten noch sehr viel im Petto gehabt, wo man diese Fragen auch hätte noch können erläutern können. Oder vielleicht gibt es einen zweiten Film. Ja, danke für Ihre Bemerkung. Ich habe natürlich mich müssen auch auf ein Thema beschränken. Das ist natürlich ein Riesenthema und vielleicht gibt es auch einen zweiten Film. Ich weiss hier fast nicht, was es zu sagen, weil es ist so eine fundamentale Frage, die sich so im Raum gestellt hat. Ich würde es lieber so stehen lassen, weil es ist der Film ja nicht unbedingt antworten, gell, sondern Fragen stellen. Und ich glaube, das ist mir jetzt so gelungen. Ich möchte einfach meinen Mitarbeitern auch noch danken, die mitgemacht haben. Sie haben die Musik genannt, die Kamera genannt und so weiter. Das ist natürlich ein Film immer eine kollektive Arbeit. Soll es in dem Moment auch noch verdankt sein. Gut, danke vielmals.